Alexander von Humboldt, Robert Francis Jameson, Alejo Carpentier und Leonardo Padura. Die Gerüche Havannas. Lesung und Übersetzung, Konzeption und Produktion, Mark Pusch, 2020. Der Anblick, der sich bei der Einfahrt in den Hafen von Havanna bietet, ist einer der heitersten und malerischsten, dessen man sich nördlich des Äquators an den Küsten des äquinoktialen Amerika erfreuen kann. Jedoch boten zur Zeit meines Aufenthaltes wenige Städte des spanischen Amerika aufgrund des Fehlens einer guten Verwaltung einen abscheulicheren Anblick. Man wartete bis zu den Knöcheln im Schlamm, eine Vielzahl von Kaleschen, Volantes genannt, welche die typischen Pferdegespanne in Havanna darstellen, mit Zuckerkisten beladene Karren und Träger, die den Passanten die Ellenbogen in die Seiten stemmten, ließen das Dasein des Fußgängers zum Ärgernis, ja sogar zur Demütigung werden. Der Gestank des Tasajo genannten, unzureichend getrockneten Rauchfleischs, verpestete Häuser und drang durch die verwinkelsten Gassen. Der deutsche Forschungsreisende Alexander von Humboldt besuchte Havanna während seiner großen Südamerika-Reise gleich zweimal, in den Jahren 1801 und 1804. Offensichtlich, oder sollte man hier besser sagen, offenriechlich, hatte er den Gestank, den das zur Sklavenernährung eingelagerte, Tasajo genannte Rauchfleisch, in den Schuppen des Hafenviertels von Havanna verursachte, nicht überriechen können. 1820, einige Jahre nach Humboldt, sollte auch der britische Marineoffizier Robert Francis Jameson Havanna besuchen, im Rahmen einer diplomatischen Mission. Kurz zuvor hatten sich Spanien und England auf eine Beendigung des internationalen Sklavenhandels geeinigt, und Jameson fiel die Aufgabe zu, die Einhaltung des Verbots auf der Insel Kuba, einer der letzten Sklavenkolonien Spaniens, zu überwachen. In Briefform berichtete Jameson in seiner Heimat, jedoch nicht nur über die Einhaltung der Verträge, sondern lieferte einen farbigen Bericht über das alltägliche Leben auf der Insel Kuba und somit eine wertvolle Quelle über das Leben auf einer karibischen Insel des frühen 19. Jahrhunderts überhaupt. Seine Briefe wurden im Folgejahr in London gedruckt und wurden so auch zur Quelle von Alexander von Humboldt. Möglicherweise spornte gerade sie ihn dazu an, seine eigene Sicht der Lage in Kuba darzulegen. In seinem Essai Politique sur l'île de Cuba, der 5 Jahre nach Jamesons Letters from the Havana erscheint, erstellt er ein wissenschaftliches Profil der Insel Kuba, von der Geologie und Geographie angefangen, hin zur Geschichte, Wirtschaft und sozialen Lage, um mit dem dringenden Appell zu enden, die Situation der Sklaven auf der Insel Kuba zu verbessern und langfristig die Sklaverei aufzuheben. Beide, Humboldt und Jameson, gelten heute in Kuba als bedeutende Abolitionisten. Robert Francis Jameson verfügte wohl über ein besonders feines britisches Näschen, denn er ist der erste Nasenzeuge, der den pestilenzialischen Gestank beschreibt, der den Lagerschuppen des Hafens entströmte. Humboldts olfaktorische Schilderung scheint dem Jamesonschen Briefbericht direkt zu entwachsen. Hören Sie zum Vergleich einen Ausschnitt aus Robert Francis Jameson, Letters from the Havana during the year 1820.
Wie fast jede andere Stadt Westindiens erstreckt sich die Stadt Havanna entlang der flachen Küste einer Bucht. Wenn man sich der Stadt von See her nähert, erblickt man zunächst einen engen Zufahrtskanal, zu dessen linker Hand ein hoher Felsvorsprung aufragt, der von einer El Morro genannten Festung beherrscht wird. Sie stellt ein symmetrisches und hoch aufsteigendes Bollwerk dar, dem dank majestätischen Umfangs und sorglicher Ausführung der Maurerarbeit Ausstattung an Kanonen, Flaggen und militärischen Anlagen im vollen Sonnenschein ein edles und wahrhaft imponierendes Aussehen eignet. Zur rechten Hand des Kanals befindet sich eine kleine und ganz viereckige Festung, La Punta genannt, die an Stärke und Aussehen dem Morro weit unterlegen ist. Wenn man nun zwischen beiden Festungen hindurchsegelt, wird man von einer Wache angerufen, welche Angabe des Namens und des Abfahrthafens einfordert. So leicht überbrückbar ist die Ausdehnung des Kanals, der, hat man ihn einmal durchfahren, in einen Hafen eher in eine weite Bucht führt, die etwa eine Meile tief ins Inland hineinreicht und sich dort auf einer Breite von 3 Meilen erstreckt. Am rechten Ufer hinter La Punta befindet sich Havanna. Von Mauern eingefriedet, stellt die gesamte Stadt aus robustem Stein errichtete Gebäude zur Schau, zwischen denen verstreut die Turmspitzen verschiedener Kirchen und Konvente aufragen. Zum Hafen hin hat die Stadt das Aussehen soliden Alters. Dies verleiht ihr eine großartige Erscheinung. Während ihr das geschäftige Treiben zur See Reiz verleiht. Der Eindruck des Wohlstands und Luxus drängt sich dem Betrachter nachgerade auf. Wenn man dem Rattern der Karren und dem Aufflackern der Lustigkeit lauscht, das typische Strahlen und Funkeln betrachtet, das tropische Szenen gemeinhin auszeichnet, ist man rasch verleitet zu vergessen, dass diese Stadt ein Tanzsaal des Todes ist. Die Lage Havannas begünstigt Verbreitung und Überdauern von Krankheiten nur allzu sehr, da es sich zusätzlich zu seinen Festungen auf allen Seiten von einem Ring aus Hügeln eingefriedet findet, der ein freies Zirkulieren der Luft verhindert, sodass sich eine träge Wolke übler Ausdünstung, die der zusammengepferchten Bevölkerung und den sumpfigen Gestaden des Hafens entströmt, hervorbringt und die fortwährend wie ein Damoklesschwert über ihr schwebt. Fährt man in die Meerenge ein, macht sich einer der Hauptgründe der Krankheit sogleich unangenehm bemerkbar. Durch den unerträglichen Gestank von den Lagerhäusern her, wo er getrocknetem Fleisch und Fisch, die zur Unterhaltung der Schwarzen importiert werden, entströmt. Dem Auge öffnet sich eine Vielzahl von engen Straßen, die alle zur großen Versammlung der Gerüche beitragen. Aus Mangel an Abwasserkanälen und Straßenpflaster und aufgrund der von Pferden und Rädern in den Boden gerissenen Löcher, die mit Fleischabfällen sorglich verfüllt werden. Addiert man den Schwarm schwarzer Bewohner hinzu, erhält man eine sehr genaue Palette aller Nuancen des hier aufsteigenden Gestanks. Die Schriften Jamesons und Humboldts haben auch über die Forderung nach Abschaffung der Sklaverei hinaus ihre Spur in der Geschichte hinterlassen, in der kubanischen Literaturgeschichte nämlich. 2 der berühmtesten kubanischen Autoren des 20. Jahrhunderts haben ihre Schilderungen des Lebens in Havanna um 1800 offensichtlich an den Werken Jamesons und Humboldts geschult
und besonders deren Erwähnung der prekären olfaktorischen Zustände scheint ihre Fantasie nachhaltig geprägt zu haben. Alejo Carpentier behandelt in seinem 1962 erschienenen Roman »El siglo de las luces«, das Zeitalter des Lichts, das in der deutschen Übersetzung unter dem Titel »Explosion in der Kathedrale« erschienen ist, die Folgen, die die französische Revolution im karibischen Raum nach sich gezogen hatte, besonders auf der Insel Hispaniola, dem heutigen Haiti. Hier hatte die Revolution heftige Sklavenrevolten ausgelöst, die schließlich dazu führen sollten, dass Haiti sich 1804 vom französischen Mutterland unabhängig erklärte. Der Roman beginnt in Havanna und liefert eine der schönsten literarischen Schilderungen der Stadt, in der, nach Jameson und Humboldt, der Gestank nicht fehlen darf. Hören Sie einen Ausschnitt des Romanes »El siglo de las luces« aus dem Jahre 1962. In rasch zusammengesuchte Trauerkleider gehüllt, die nach Färbemitteln aus vergangenen Zeiten rochen, blickte ein junger Erwachsener auf die Stadt, die zur Stunde der verhallenden Gespräche und langen Schatten befremdliche Ähnlichkeit mit einem gigantischen barocken Leuchter aufwies, der das verwirrende Konglomerat von Balkonen, Arkaden, Kuppeln, Aussichtsterrassen, Galerien und Rollläden, das stets von Gerüsten, Bauhölzern, Stützen und Gestängen für die Maurerarbeit zerfleddert wurde, seitdem das Baufieber von seinen durch den letzten europäischen Krieg zu Reichtum gelangten Bewohnern angefacht worden war, in das Rot, Grün und Gelb seiner Kristallgläser tauchte. Ihre Bevölkerung, die sich ganz der frischen Luft hingab, dürstete nach Meeresbrisen und Landwinden und öffnete beim ersten vorüberziehenden Lüftchen Fensterläden, Jalousien und gläserne Flügeltüren, ja, ihren ganzen Schoß. Dann klirrten, das freudige Ereignis laut ausrufend, Kron- und Armleuchter, mit Fransen behangene Lampen und Perlvorhänge, und die Windfahnen quietschten. Daraufhin hielten die schönen Fächer aus chinesischer Seide und bemaltem Papier für einen Moment inne. Doch nach einem nur flüchtigen Aufatmen kehrten die Menschen wieder zu jener Aufgabe zurück, selber die träge Luft umzuwälzen, die erneut zwischen den hohen Wänden der Gemächer zum Stehen gekommen war. Vom kurzen Morgengrauen an gerann das Licht zur Hitze, die durch Vorhänge und Fliegengittertüren eindrang und noch in die geschütztesten Schlafzimmer stieg. Um wie vieles mehr noch nun, in der Regenzeit, nach dem mittäglichen heftigen Regenguss, einer wahren mit Donner und Blitz begleiteten Sintflut, die rasch ihre Wolken entleerte und die Straßen überschwemmt und nass in der wiederkehrenden Schwüle zurückließ. Die Paläste mochten noch so sehr mit unvergleichlichen Säulen und in Stein gemeißelten Wappen prunken. In diesen Monaten ragten sie aus einem Schlamm, der ihnen anhaftete wie ein unausrottbares Übel. Es brauchte nur ein Wagen vorüberzurumpeln, und schon waren Portale und Gitter mit Garben von Spritzern aus den Pfützen besprengt, die sich an allen Ecken bildeten, Gehwege überspülten, sich vereinigten und immer aufs Neu ihren pestilenzialischen Gestank aushauchten. Obwohl sie sich mit prächtigem Marmor, feinen Rosenrabatten, Mosaiken,
und dem Gesprenge von in Voluten aufgelöster Fensterzier schmückten, die in nichts an gewöhnliche Gitterstäbe erinnerte, sondern wie reinstes Gewächs aus Eisen anmutete, das an den Fenstern Wurzeln geschlagen hatte, vermochten auch diese herrschaftlichen Häuser es nicht, sich vom Morast einstiger Sümpfe, der hervortrat, kaum dass die ersten Tropfen begannen, von den Dächern herabzufallen, zu befreien. Fremde priesen die Farbigkeit und den Witz der Siedlung, nachdem sie 3 Tage in Tanzdielen, Herbergen und Spielhöllen verbracht und wo unzählige Orchester die Menge in Aufruhr und die breiten Hüften der Frauen in Brand versetzt hatten. Doch jene, die sie das ganze Jahr über erleiden mussten, kannten ihren Staub und Morast, kannten den Salpeter, der die Beschläge an Fenstern und Türen mit Grünspan überzog, das Eisen benagte, ja sogar Silber zum Schwitzen brachte, alte Kupferstiche mit Schwamm bedeckte und auf ewig die Gläser über Zeichnungen und Radierungen anlaufen ließ, die man, von der Feuchtigkeit bereits wellig geworden, nur noch wie durch einen vom Nordwind erblindeten Spiegel betrachten konnte. Kaum war die Kutsche, den Morast nach links und rechts verspritzend, in die erste Gasse eingebogen, blieben die Gerüche des Meeres zurück und wurden vom Atem der großen Häuser hinweggefegt, die prall gefüllt waren mit Leder, gepökeltem Wachsleiben und dunklem Zucker, mit Zwiebeln, die vom langen Lagern bereits erneut auszutreiben begannen, und mit grünem, beim Wiegen verstreuten Kaffee und Kakao. Der Lärm von Kuhglocken erfüllte den Abend und begleitete die vertraute Wanderung der gemolkenen Kühe zurück auf ihre Weiden vor der Stadt. In dieser Stunde, da die Dämmerung dräute, die den Himmel nur für wenige Minuten entflammte, bevor sie sich in plötzlicher Nacht auflöste, roch alles streng. Die schwelende Holzkohle und die zertrampelten Kuhfladen, die klamme Leinwand der Markisen, das Leder der Sattlereien und das Futter in den Käfigen der Kanarienvögel, die in den Fenstern aufgehängt worden waren. Nach Ton rochen die nassen Dächer, nach altem Moos die durchfeuchteten Mauern, nach zu heißem Öl das Schmalzgebäck und die gebratenen Semmelschnitten der Straßenverkäufer. Es roch nach den Feuern der Gewürzinseln, auf denen Kaffeeröster schnaubend dichten Rauch ausstießen, der zu klassisch anmutenden Simsen aufstieg, wo er zwischen Brüstung und Brüstung verweilte, bevor er zu Füßen einer auf einem Kirchturm thronenden heiligen Figur die heißer Nebel zerstob. Und nach Rauchfleisch. Ohne Zweifel roch es vor allem nach Rauchfleisch, nach allgegenwärtigem Rauchfleisch, das in jedem Keller und Hinterzimmer gelagert wurde und dessen Schärfe die Stadt beherrschte, in Paläste eindrang, Vorhänge durchtränkte, dem Weihrauch der Kirchen trotzte und sich selbst in Opernvorstellungen stahl. Das Rauchfleisch, der Schlamm und die Mücken waren der Fluch dieses Handelsplatzes, der von den Schiffen aus aller Welt aufgesucht wurde und wo sich nur die Statuen, die auf mit farbigem Schlamm bespritzten Sockeln aufgestellt waren, so recht und rundum wohlfühlen konnten. Wie ein Gegengift zu all dem vorhandenen Trockenfleisch mündete rasch aus der Öffnung einer Sackgasse das edle Aroma des in Schuppen aufgetürmten, verteuten, gepressten, in Palmfasern gewickelten und mit Knoten zusammengeschnürten Tabaks, den das saftige Grün noch in den dicken Blättern steckte und dessen weiche Deckblätter mit goldgelben Flecken gesprenkelt waren,
lebendig und pflanzlich inmitten des Rauchfleischs, das er umringte und von dem er zugleich sich selbst umringt fand. Endlich atmete man einen angenehmen Geruch, der sich mit den Dünsten eines neuen Kaffeerösters, der hinter einer Kapelle aufgestellt worden war, abwechselte. Carlos dachte bekümmert an die alltägliche Routine, die ihn von nun an erwarten und seine Musik ersticken würde, dazu verdammt in dieser Stadt auf der anderen Seite des Meeres zu leben. Einer Insel inmitten einer Insel mit den für jedes Abenteuer geschlossenen Grenzen des Ozeans. Es wäre, als sehe man sich im Voraus in den Gestank des Rauchfleischs, der Zwiebeln und der Salzlake gehüllt, Opfer eines Vaters, dem er, obwohl es ihm zugleich monströs erschien, das Verbrechen vorwarf, vor der Zeit gestorben zu sein. Leonardo Padura veröffentlichte im Jahr 2002 mit La Novella de mi Vida, die Erzählung meines Lebens, einen Roman über das Leben des bedeutendsten romantischen Dichters aus Kuba, José María Heredia, der unter dem Titel Die Palme und der Stern auf Deutsch erschienen ist. Er eifert darin seinem Vorbild Carpentier nach und lässt den Dichter Heredia in einer Rückschau auf sein Leben die Stadt Havanna um 1820 drastisch und stechend literarisch wieder auferstehen. Humboldt und Jameson standen erkennbar Pate bei der Schilderung der Stadt Havanna, ihrer prekären Lebensverhältnisse und ihrem übergroßen Gestank. Hören Sie zum Abschluss einen Ausschnitt aus dem Roman Die Erzählung meines Lebens von Leonardo Padura aus dem Jahre 2002. Auch wenn ich es erst viele Jahre später entdecken sollte, bin ich heute davon überzeugt, dass sich die Magie Havannas ihrem Geruch verdankt. Wer die Stadt kennt, wird zugeben müssen, dass sie über ein ganz eigenes, zugleich zähflüssiges und doch ätherisches Licht in einer geradezu fröhlichen Tönung verfügt, die sie vor tausenden anderen Städten der Welt einzig macht. Doch nur ihr Geruch ist in der Lage, ihr diesen unverwechselbaren Geist einzuhauchen, der sie in der Erinnerung lebendig erhält. Der Geruch Havannas ist weder besser noch schlechter als anderswo, ist weder Parfum noch Gestank, doch vor allem ist er nicht rein. Er entsteigt einer fiebrigen Mischung als Schöpfung einer chaotischen und sinnenbetäubenden Stadt. Dieser Geruch nahm mich, da ich bereits mit der Fähigkeit des Bewusstseins begabt war, bei meiner ersten Ankunft in Havanna gefangen. Ich rührte schon an meine 14 Jahre, glaubte mich erwachsen und konnte bereits die Einzigartigkeit dieses Geruchs wahrnehmen, da mir ja die Ausdünstungen der halben amerikanischen Welt vertraut waren. Vom sumpfigen Gestank Pensacolas angefangen, bis hin zum Aroma der Tortillas und der staubigen Straßen von Mexiko. Über jene heftigen Düfte der Küstenstädte und Hochlandnester Venezuelas, erdenreinste Ausdünstungen, über die heißen und süßlichen Dämpfe Santo Domingos oder die Düfte frischer Meeresfrüchte in Veracruz. Doch Havanna umarmte mich mit einem herrlichen Amalgam, in dem der schneidende Geruch von galizischer Paprikawurst
mit dem des für die Sklaven bestimmten Dörrfleischs aus Montevideo wetteiferte. Der von Pferdeäpfeln mit dem der frischen Meeresbrise. Der der säuerlichen Ausschwitzung der schwarzen Völker mit dem der weißen Fräulein oder jenen, die man dafür hielt, da sie sich mit süßen Lavendelwässern besprengten. Der von pestilenzialischen Brackwässern mit dem ranzigen Lampenöls. Der von neuen und teuren europäischen Geweben mit dem räudiger Hunde, den Gestalten der Nacht und der Abfallhaufen. Der vom Urin der Milchkühe, die ihre von der Milch geblähten Euter umhertrugen, mit den wundervollen Ausdünstungen jener häusergalanter Rendezvous, die einen Brodem von Feuerwasser und Minze hauchten, geschwängert mit dem von schwarzen, farbigen, weißen und gelben Leibern einiger Mädchen, die in der Lage waren, alle nur erdenklichen Erwartungen der männlichen Vorstellungskraft zu befriedigen. Und den Himmel durchzogen die Aromen des Jasmins und des Tabaks, die des Pechs und der Käse, die des frischen Fischs und des vergossenen Weins, wo sie sich mit denen aller Früchte, die das wundersame tropische Klima für die Märkte Havannas bereithielt, vermählten. Denen von Ananas, Mangos, Guaven, Papayas, Guanabanas und der köstlichsten Bananen in den mannigfachsten Größen und Farben. Schon verspüre ich einen flüchtigen Lufthauch und meine verbrauchten Lungen geben mir widerstrebend jenes warme und jugendliche Gefühl zurück. Jetzt, da der verlorene Geruch Havannas mir in der Brust pocht, in jener schmerzlichen Leidenschaft der Erzählung, die mein Leben gewesen ist, wo alles in überhöhten Dosen miteinander konkurrierte. Die Dichtung, die Politik, die Liebe, der Verrat, die Traurigkeit, der Undank, die Angst und der Schmerz, die in Hülle und Fülle ausgegossen worden waren, um ein stürmisches Leben hervorzubringen, das bald erlöschen wird. Es bleibt also einzig vergessen und vielleicht die Dichtung, schon befreit von der Schwere der Tage und der Jahre und gleichgültig gegen jene leidenschaftliche Minute, in der das Fleisch und Blut eines Mannes erschaffen wurden. Wenn ich mir im Augenblick des Siechtums gestatte, die Aromen Havannas heraufzubeschwören, dann, weil ich den glücklichen Beginn dieser Geschichte in der Stadt ansiedeln muss, wo ich, kaum angekommen, diesen Geruch entdeckte, der mich erhitzte und der mir, wie ich fand, aufgrund einer mysteriösen Verbindung bereits angehörte. Ich sagte bereits, dass ich meine 14 Jahre vollendet hatte, als ich, aus Venezuela kommend, auf der Insel eintraf, wo meine Familie die letzten 5 Jahre inmitten von separatistischen Umtrieben und den grausamsten Schlechtereien verbracht hatte, die sich die jeweiligen Parteiungen gegenseitig bereitet hatten. Der Aufenthalt in Havanna versprach kurz zu werden, denn unser Ziel war Mexiko, wo mein Vater, ewiger königlicher Beamter, den Posten des Strafrichters bekleiden sollte. Mein kurzes Leben war bisher ein fortwährendes Umherstreichen gewesen, ganz so, als ob dies das Los meines Lebens werden sollte. Keinem festen Ort anzugehören, kein Haus zu haben, immer auf der Durchreise zu sein, zu einem anderen Ort. Zwar bin ich in Kuba geboren worden, dort im heißen Santiago, an dessen Gerüche ich keinerlei Erinnerungen besitze, da ich kaum 3 Jahre in meiner frühesten Kindheit auf dieser Insel verbracht habe. Doch erst jetzt sollte ich das Land entdecken, das meine Eltern nach vielen Schiffbrüchen ansteuerten und wo ich aufgrund eines unheilvollen oder glücklichen Umstandes
Am 31. Dezember des Jahres 1803, dem Tag des heiligen Silvester, das Licht der Welt erblickt hatte. Über seine Gerüche hinaus überraschte mich Havanna mit der wundervollen Entdeckung, dass man dort in einem Luxus und einer solchen Zügellosigkeit lebte, als wollte am nächsten Tag ein Orkan heranziehen. Und zumindest in meinem Leben, in den wenigen Monaten, die ich seitdem in der Stadt verbracht habe, wurde sie nicht nur von einem, sondern von vielen Wirbelstürmen geschüttelt. Stürmen, die auch mein Leben brüsk der unschuldigen Kindheit entrissen und auf den gewundenen Pfad gesetzt haben, an dessen Ende ich mich nun befinde. Sie hörten Alexander von Humboldt, Robert Francis Jameson, Alejo Carpentier und Leonardo Padura, Die Gerüche Havannas. Ein Hörstück von Mark Pusch. Sie hörten Ausschnitte aus Alexander von Humboldt, Essai politique sur l'île de Cuba, Paris 1826. Robert Francis Jameson, Letters from the Havana during the year 1820, London 1821. Alejo Carpentier, El siglo de las luces, Havana, 1962, und Leonardo Padura, La novela di mi vida, Santa Clara, 2002. Lesung und Übersetzung aus dem Englischen, Französischen und Spanischen, Mark Pusch, 2018 bis 2020. Dieses Hörstück erscheint anlässlich des 60. Jubiläums der kubanischen Revolution, des 500. Geburtstages der Stadt Havanna und des 250. Geburtstages von Alexander von Humboldt im Jahre 2019 sowie des 200. Jubiläums des Erscheinens der Letters from the Havana von Robert Francis Jameson.